Ein zentraler Punkt in der Planung von Lehrveranstaltungen ist ein Nachdenken über die Kohärenz des Gesamtkonzepts. Um welche Lehr-Lern-Ziele geht es? Also, was sollen Studierende am Ende wissen und können? Wie können sie sich das am besten aneignen, mit anderen Worten, welche Lehr-Lern-Methoden sind geeignet, um das zu trainieren? Und schließlich die Frage nach der Leistungsfeststellung. Wie erfahre ich, was Studierende wissen und können? Als Hochschullehrende sind Sie vielleicht bereits über diese Art strukturiert über Lehrkonzepte nachzudenken gestoßen. Wir sprechen bei diesem Abstimmen von Zielen, Methoden und Leistungsfeststellung vom sogenannten Constructive Alignment nach John Biggs. In Lektion 1 haben Sie einen Einblick in die Komplexität von Diversität an Hochschulen bekommen und auch allererste Fragen zur Umsetzung von studierendenzentrierter und auch partizipativer Lehrgestaltung erhalten. Nun werden wir diese Fragen vertiefen und uns auf jene Aspekte konzentrieren, die wir als Lehrende bereits in der Lehrplanung berücksichtigen können und auch sollen. Es geht also einerseits um die diversitätsbewusste Gestaltung der beiden unteren Ecken des Planungsdreiecks. Wie kann ich Lehr-Lern-Methoden und auch Methoden der Leistungsfeststellung und Beurteilung so gestalten, dass sie für unterschiedliche Studierende geeignet sind? Was erwartet Sie also in dieser zweiten Lektion? Zunächst widmen wir uns dem wichtigen Thema Arbeitsatmosphäre und zwischenmenschliches Klima. Wie können wir als Lehrende auf ein inklusives, wertschätzendes und angstfreies Miteinander hinwirken? Viele didaktische Methoden sind gut geeignet, um gegenseitiges Kennenlernen und Vertrauen zu fördern und möglichst viele Stimmen und Perspektiven in der Lehrveranstaltung zu hören und zu Wort kommen zu lassen. Als Beispiel stellt Maike Laukers in 2 Videobeiträgen soziometrische Aufstellungen und Diskussionen in Kleingruppen näher vor. Neben einer positiven Arbeitsatmosphäre sind noch weitere Punkte förderlich für inklusive Lehre, insbesondere transparente Anforderungen und eine offene Feedback-Kultur. Wie Sie unterschiedliche Feedback-Arten in Ihrer Lehre einsetzen, erklärt Hochschuldidaktikerin Silvia Hartung in ihrem Video. Neben dem klassischen Feedback durch Lehrende gibt es auch hier andere Formen, wie beispielsweise studentisches Peer-Feedback oder auch Selbstfeedback. Ein großer Themenbereich im Zusammenhang mit Diversität und Inklusion ist barrierefreie Lehre. Die Statistiken zu studienerschwerenden Beeinträchtigungen legen nahe, dass an einer beliebigen Lehrveranstaltung mit großer Wahrscheinlichkeit Studierende teilnehmen, die zeitweise oder ständig im Studium beeinträchtigt sind. Diese Lektion bietet eine Einführung ins Thema und zeigt die wichtigsten Anforderungen auf, die sich dadurch für unsere Lehrgestaltung ergeben. Auch psychische Belastungen sind sehr verbreitet an Hochschulen. Die klinische und Gesundheitspsychologin Elisabeth Ponoz-Niseliger spricht in einem Interview über die psychische Gesundheit von Studierenden und Lehrenden. Abschließend widmen wir uns der Frage, was Mehrsprachigkeit für unsere Lehrgestaltung bedeutet. Inci Dirim von der Universität Wien gibt einige Praxisanregungen. Wie können Sie Ihre Vorträge für Studierende mit unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen verständlicher machen? Und welche Vorgehensweisen im Anleiten und Beurteilen von schriftlichen Arbeiten sind empfehlenswert? Ich wünsche Ihnen anregende, neue Ideen für Ihre Lehre.